Hallo und herzlich willkommen zu den Whisky.de News am 28. Juni 2021. Und wir haben wieder eine Reihe spannender Nachrichten. Die erste kommt mal wieder von Macallan und es geht wieder um die Concept-Serie. Diesmal wird die Concept-Serie vervollständigt mit dem Macallan Concept Nummer 3. Und diesmal arbeiten sie mit David Carson zusammen, einem US-Grafikdesigner. Die Abfüllung stammte aus Firstfill Sherry Fässern, kombiniert mit Refill und Virgin Oak Fässern. 40,8% Volumen. Dann schauen wir weiter. Diageo hat einen großen Release gemacht und zwar ihre Special Releases 2021. Diesmal laufen sie unter dem Namen Legends Untold. Und die sind wieder viele Whiskys in dieser Whisky-Kollektion mit Fassstärke, unter anderem Abfüllungen von Oban, Talisker, Lagavulin und diesmal zum ersten Mal von Royal Lochnagar. Und diese Abfüllungen erzählen von 8 mythologischen Kreaturen und Fabelwesen. Dann haben wir noch Nachrichten von Douglas Lang und zwar haben die 2 limitierte Editionen von ihrem Epicurean Wood abgefüllt. Und zwar handelt es sich um einen Ruby Port Finish und einen Tawny Port Finish. Beide mit 48% und Lowland Blended Whiskies, so wie man es von Epicurean kennt. Und beide kommen demnächst auf den Markt. Dann geht es weiter mit Wolf Craig Distillery. Die haben ihren Bauplatz bekannt gegeben. Die haben ja noch nach einem Bauplatz gesucht und jetzt haben sie einen gefunden und zwar im Craigford Campus und dort werden sie für 15 Millionen Pfund dieses neue Bauprojekt beackern. Und wie man es schon aus dem letzten News kennt, der Master Blender wird Richard Patterson werden. Dann haben wir Nachrichten von Glenmorangie, die kündigen eine neue Abfüllung an und zwar einen 25 Jahre alten Single Cask und der heißt Twiga und das ist der Name einer legendären Yacht und zur Monaco Classic Week ab dem 8. September wird diese exklusive Abfüllung zu Verkauf stehen. Es ist ein 25-Jähriger, ich glaube, das habe ich schon gesagt, und er ist limitiert auf 251 Flaschen mit 52,2% Volumen. Dann gehen wir in die USA. Der Michter's 10 Jahre Straight Rye kommt für 2021 auf den Markt. Diesmal veröffentlicht die Brennerei eben einen Straight Rye mit 10 Jahren, aber sie haben begrenzte Lagerbestände, also wird das wahrscheinlich auch ein bisschen eher limited werden. Aber sie haben jetzt schon gesagt, dass sie ihre Springfield Farm erweitern wollen und dann wahrscheinlich mehr produzieren können. Wird aber, wie gesagt, erst Auswirkungen in 10 Jahren dann haben. Dann haben wir noch eine neue Brennerei und zwar die Fierce Whiskers Distillery. Die bereiten sich auf die Eröffnung vor. Die Fierce Whiskers Distillery war seit 2015 in Bau, Entwicklung und Aufbau und im Spätsommer soll nun die Brennerei eröffnet werden. Die Produktion begann schon im Jahr 2020, also hoffentlich werden wir auch bald von dieser Brennerei mal ein paar Whiskys auf dem Fass haben. Und jetzt noch eine kleine Werbung im eigenen Sinne. Am diesem Freitag, am 2.7. wird es unseren Bourbon Summer Live Tasting geben. Und das wird stattfinden mit Jan Vosberg. Und das wird auf whisky.de/live um 19 Uhr stattfinden. Und ihr könnt vorher jetzt noch bestellen und dann fleißig mitprobieren. Ja. Alle näheren Details findet ihr auf whisky.de/live. Ja, das war's mal wieder diese Woche. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.